Mein Name ist Volker Ludewig. Ich komme aus Bad Soden-Allendorf. Das liegt quasi zwischen Göttingen und Kassel. Ich habe mit diesen Märschen eigentlich Folgendes vor jetzt, oder hauptsächlich mit dieser Endtour meiner letzten großen Tour. Ich möchte einmal die Erdumrundung erreichen, kilometermäßig. Das heißt, ich möchte 40.075 Kilometer voll bekommen. 35.260 Kilometer habe ich in den letzten 12 Jahren erreicht. Das heißt, ich brauche also noch 4.815 Kilometer, die ich jetzt also in den knapp nächsten 14 Tagen voll bekommen werde. Und als zweites eben mit dieser Erdumrundung möchte ich auch parallel dazu den 4. Klostermarsch, den ich letztes Jahr angefangen habe, fertig kriegen oder bestimmt oder beziehungsweise ein Stück weiter fortsetzen. Ich bin heute quasi hier in der Nähe gewesen, in einem Kloster, oben in Nordenbrook, Kloster Nordenbrook, und bin hier jetzt auf dem Weg Richtung Dinklage und Richtung Klosterlage oben bei Bramsche und habe jetzt hier in Hausstätte Halt gemacht. Ich kenne also die Familie Timmerling gut. Ich habe hier jahrelang in den 90er Jahren Forstarbeiten betrieben und habe hier im Herbst immer gewohnt und freue mich eigentlich drauf, dass ich mal wieder in Hausstätte bin. Meine Touren absolviere ich quasi mit diesem Wagen hier, mit diesem großen Handwagen, wie ich mal sagen. In diesem Handwagen ist eigentlich alles drin, um so eine lange Reise wie jetzt, sprich ein halbes Jahr, zu überstehen, ohne irgendwelche Hotels, ohne irgendwelche Pensionen, dass ich also, wie gesagt, auch eigenständig an diesem Weg eben leben kann, draußen mit diesem Weg an der Straße eben leben kann.